Wenn Seife auf den Boden fällt, ist dann der Boden sauber oder die Seife dreckig? Was? Sa. Wasser? Wolltest du das nicht sagen? Nein, ich wollte das nicht sagen. Also wolltest du es sagen? Nein, das zweite nicht, weil das nicht aus deinem Satz. Ich habe keinen Satz. Ich kenne aber a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Satz des Pythagoras. Gewieft. Danke sehr. Ich bin nicht sehr. Ich bin Jonas. Ach so. Nein, Jonas. Was? Sabi. Mit Sushi. Finde ich gut. Dann such mal. Ich soll Wasabi suchen? Ja, wenn du es gut findest. Nee, aber nicht hier. Gefunden. Was? Oh, bin im Skript verrutscht. Scheiße, Mann. Nein, im Skript. Mach nochmal. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Hast du mich? Nein, du bist ein freier Mensch. Ich hab dich nicht. Okay, gut. Danke. Es sei denn, du meinst mit Doppel S. Dann schon. SS? Nein. Ich muss mich operieren. In der Oper? Nein, Opa. In der Oma? Das war merkwürdig. Habe ich gemerkt. Dein Passwort? Ja, das habe ich mir auch gemerkt. Dann ist gut. Wer ist dann und worin ist er gut? Was? Wer gut und worin gut? Wer? Frag ich dich. Und ich dich. Du mich? Ich dich und du mich. Und keiner hat eine Antwort? Nee, anscheinend nicht. Ich jedenfalls nicht. Ich scheine dich doch gar nicht an. Wiederhol das nochmal. Das nochmal. Nein, was du eben gesagt hast. Das nochmal. Nein, davor. Das nochmal. Nein, bevor ich gesagt habe, dass du das nochmal wiederholen sollst. Weiß ich doch nicht mehr. Scheiße, Mann. Moment, mir fällt's wieder ein. Dann sag. Bin ich tot? Nein, kein Sarg. Jetzt sag. Ach so, anscheinend nicht. Haha, aber ich habe anscheinend nicht gesagt. Ja, aber ich bin ein Gangster. Ach so, ja, kurz vergessen. So lange es nur kurz war. Wie dein Cock. Mein Hahn. Ganz genau. Du brauchst ein Hähnchen. Kannst du mir eins leihen? Ja, klar. Nein, leihen, nicht leinen. Ach so, keine Flachsfaser? Nee, Hühnchen. Ich habe kein Hühnchen, aber du könntest eins brauchen. Ja, hast du eben schon gesagt. Gesagt? Neologismus? Aber wer ist gestorben? Was? Nein, wer? Oder was? Ist ein Hühnchen tot? Nein, bei mir ist nichts tot. Dann ist er gut. Herzlichen Glückwunsch. Wofür? Dass bei dir keiner tot ist. Danke. Bitte. Bitte mach jetzt, was ich sage. Was sagst du denn? Viel, wenn der Tag lang ist. Ich merk's. Ich, Jonas. Freut mich. Ich freu mich auch. Solltest du aber nicht. So wie du rumläufst ohne Hühnchen. Du hast recht. Und links. Das ist stark. Ja, ich kann den Stuhl heben. Wow. Was war das? Bist du ein Hund? Warum sollte ich ein Hund sein? Du hast gerade gebellt. Nein. Doch. Oder ein Werwolf? Nein. Aber mein Uropa war in der Wehrmacht. Als was? Ur. Dein Uropa als Ur? Ja. Deiner nicht? Nee, meiner ist tot. Das tut mir leid. Ich brauch dein Mitleid nicht. Aber du sollst dir echt mal ein Hühnchen anschaffen. Das werde ich nicht schaffen. Ich bin geschafft. Das Gespräch mit dir ist anstrengend. Aber ich habe keine Stränge, bin wie Pinocchio. Keine Pferden dran. So ist es. Und auch keine Huhn. Was soll ich tun? Seit wann bist du dumm? Ich bin nicht dumm, du bist dumm. Du bist nicht dumm, ich bin dumm. Du hast es erfasst. Seit wann? Seit wann? Was hast du gesagt? Nee, ich habe seit wann gesagt. Nein, das ist das, was ich gesagt habe. Und ich auch. Das kann nicht sein. Das kann sein. Das kann nicht sein. Es ist so. Es kann nicht so gewesen sein. So hat es stattgefunden. Ich glaube nicht, dass du eine ganze Stadt gefunden hast. Ich glaube aber schon. Zurück zum Thema. Es kann sich nicht so zugetragen haben. Meine Erzählung beruht auf wahren Begebenheiten. Es muss sich um eine Lüge handeln. Du hast eine Lüge im Angebot? Ja, sicher das. Wie viel? So viel du willst? Null? Du willst null kaufen? Nein, ich biete 0 Euro für eine. Die kostet aber mehr. Wer kostet mehr? Die. Hast du auch schon mal mehr gekostet? Ja, ist sehr salzig. Meine Vermutung stimmt also. Welche Vermutung? Der Ursprung des Salzes. Es lebt? Nein. Wie kann es dann springen? Diese Frage stelle ich mir schon seit vielen Jahren. Sehr interessant. Wir können gemeinsam weiterforschen. Weiter erforschen? Nee, Salz. Ach so, da hatte ich gerade schon Angst. Wovor? Weil ich dachte, dass du mein geheimes Forschungsprojekt kennst. Ich kenne nix. Ich kenne nixen. Die Wasserviecher oder der Ex-Präsident? Beide. Ohoho. Das würde ich auch sagen, wenn ich du wäre. Aber ich bin ich und sag das daher auch nicht. Yo, 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 Dog. It's going hard. Sein. Ave Maria. Ich bin nicht Maria. Was? Wer bist du? Ich bin Jonas, aber auf TikTok heiße ich Neptias. Wo ist Maria? Ich kenne keine Maria. Aber du kennst den Song? Welchen Song? Ave Maria. Ja, kenn ich. Du kennst? Nein, du? Nee, ich auch nicht. Aber einer muss es sein. Du siehst aus wie ein Clown. Du musst es sein. Nein, du. Oh, ich? Ja, du. Ich. Ich? Ja, ich. Ja, ich. Nein, ich. Du? Ich. Du? Nein, ich. Sag ich doch. Nein, du sagst du. Weil ich nicht du bin. Aber du bist ich aus einer anderen Zeit. Was? Vertrau mir. Dir oder mir? Beides. Das ist zu viel für mich. Nein, ist es nicht. Okay, wenn du das sagst. Nee, schau ich nicht. Du Pussy. Ich kann's nicht. Und ich verstehe den Sinn nicht. Dann denk mal nach. Was ist denn der Sinn? Fähigkeit der Wahrnehmung. Der andere. Es gibt keinen. Das Gespräch ist komplett random. Wieso soll ich da nachdenken? Du kannst da bestimmt was reininterpretieren. Ich soll einen Sinn finden, wo es keinen gibt? Ja, haben Menschen mit Religionen schon damals gut hinbekommen. Da hast du wohl recht. Ja, und du hast das Recht zu schweigen. Verhaftest du mich? Ich hab gesagt, schweigen.